Auf Hochtouren hat man natürlich in Sachen Gehtechnik eine besondere Herausforderung. Dies deshalb, weil man zum einen auf Lockermaterial, auf Geröll, auf Fels, aber auch in Firn, Schnee und Eis unterwegs ist. Eine stabile Gehtechnik ist deshalb das A und O auf Hochtouren. Beim Gehen selber auf Hochtouren muss man darauf achten, dass man nicht zu große Schritte macht. Das ist immer das Wichtigste, weil mit großen Schritten besteht die Gefahr, dass man das Gleichgewicht verliert. Also grundsätzlich kleinere Schritte machen und den Lastwechsel langsam vornehmen. Im gut zu spurenden Schnee oder im aufgeweichten Firn und man sich sicher fühlt, ist die Verwendung von Steigeisen nicht erforderlich. Man ist ökonomischer unterwegs. Es birgt auch weniger Verletzungsgefahr. Das Einzige ist, dass eine Abrutschgefahr immer besteht. Im felsigen Gelände oder im weglosen Gelände versucht man die Reibung auszunutzen und setzt die Sohle deswegen möglichst flächig, also plan auf, sodass das Profil der Sohle voll greifen kann. Im Gegensatz dazu, im Firn, muss man sich eine Kerbe schaffen, um das Ausrutschen zu vermeiden. Beim Gehen geht man da in dem sogenannten Sichelschritt. Das heißt, bei jedem Schritt schlägt der Fuß sichelförmig eine Kerbe in den Firn rein, in den Schnee, um so das Ausgleiten unwahrscheinlich zu machen. Den Aufstieg wählt man dazu in Serpentinen. Das heißt, man quert immer den Hang ansteigend bis zu einer Kehre und dreht um und geht so in Serpentinen ökonomisch den Hang bergauf. Im steilen Gelände im Firn geht man nicht mehr seitlich. Das heißt, man macht die Tritte nicht mehr mit der Außenseite des Schuhs, sondern man geht frontal mit der Schuhspitze voran in den Hang. Das heißt, mit Nachdruck, mit Kraft wird aus dem Knie heraus die Schuhspitze in den Firn geschlagen und so erhält man einen Tritt, der tief genug ist, um stabil nach oben zu kommen. Wenn es ganz steil ist, nimmt man als Unterstützung dann Pickel dazu. So hat man zusätzlich Halt, kann das Gleichgewicht besser halten und kann natürlich auch, wenn man abrutscht, sie besser abfangen und hat dann Sicherheitsgewinn. Auf Hochtouren muss man natürlich nicht nur hochsteigen, sondern auch wieder runterkommen. Und deshalb kommt der Gehtechnik bergab ganz große Bedeutung zu. Im Firn gehen wir dazu hüftbreit bergab, sind leicht in der Hocke, sodass wir den Schwerpunkt schön über die Schuhsohlen bringen. Damit wir nicht abrutschen, müssen wir hier die Fersen mit Nachdruck einsetzen. Das heißt, wir schlagen geradezu die Fersen in den Firn hinein und verschaffen uns so einen optimalen Halt. Beim Abstieg geht man auch in einer hüftbreiten Beinstellung, leicht V-förmig die Fußspitzen. Man hat den Pickel in der Hand und geht mit einem sogenannten Dreierrhythmus, also Pickel-Einsatz, zwei Schritte, Pickel, zwei Schritte, dann bergab. Auf Hochtouren haben wir sehr oft mit sehr glatten Untergründen zu tun. Das kann der Fels sein, das kann das Eis sein, das kann der Firn sein. Deshalb ist es besonders wichtig, einen Tritt erst zu belasten, wenn man sicher ist, er hält. Und so geht man lieber langsam, wirklich Schritt für Schritt nach unten. Schnell sein kann man dann, wenn es wieder flach wird oder es nicht mehr absturzgefährdet ist.